Hallihallo miteinander und guten Morgen. Ich habe ja gestern eine Ware von Craftelier bekommen, unter anderem diesen wunderbaren, unfassbar schönen Stempel. Ich bin ja so begeistert und der ist so viel größer, als ich erwartet habe. Und dann habe ich mir jetzt mal ein Blatt zurechtgelegt und zwar habe ich den aus zwei Papieren. Einmal hier auch von diesem, der ist von Action. Und dann nochmal Papier von Action. Hier, da habe ich eine weiße Karte genommen von. Und weil dieses Papier hier sehr, sehr dünn ist, habe ich es halt auf dem weißen Aufleger aufgeklebt. Das habe ich schon außerhalb der Kamera gemacht, weil das ja sonst unnötig lange dauert. Dann ist es mal wieder 9,7 mal 14. Dann packe ich jetzt mal den Stempel aus. Hätte ich auch schon vorher machen können, ne? Aber ich wollte euch ja zeigen, dass ich diesen tollen neuen Stempel benutze. Und der ist bei Craftelier gerade runtergesetzt und kostet 3,59 Euro. Also ich setze gerne einen Link zu diesem Stempel in meine Infobox. Für die, die den auch gerne hätten. Ich finde ihn grandios. Ich hoffe, ihr findet ihn auch schön. So, und dann möchte ich jetzt gucken, wie ich den großen Stempel denn hier reinmache. Ein sehr schöner, dicker Stempel. Ja, sieht toll aus. Ganz schöne Qualität. Da muss ich dann hoffen, dass ich gleich richtig treffe. Oder ich mache es doch hier. Aber ich weiß nicht, ob es dann so richtig funktioniert. Nein, ich mache das so. Sonst treffe ich vielleicht nicht richtig. Ich werde die Magneten einfach so machen, dass sie das Blatt jetzt quasi festhalten, damit ich den Stempel besser platzieren kann. Dann drücke ich mal nochmal von der Seite richtig fest, weil ja hier die Stempel, die Magneten sonst im Weg sind. Und dann dachte ich mir, ich mache das mit Grau. Und ich möchte das embossen, denn und so weit runter hätte ich gar nicht gehen müssen. Oh, ja, ja, sehr schlau. Jetzt vibriert hier alles. Und richtig schön drücken. Nicht überall getroffen ist der denn. Das macht nichts. Ich lasse das jetzt so. Ich möchte nicht, dass ich das jetzt ruiniere, weil ich nicht richtig getroffen habe. Seite. Und dann nehme ich mal mein allseits bekanntes Schmierblatt. Weil ich es ja embossen möchte. Das ist wieder das Versafine Clear. Quatsch, das ist wow, Embossing Pulver in farblos. Thank you.
bin ich noch nicht richtig wach. Doch, ich bin schon eine ganze Weile wach. So, und wieder zurück. Diese große Packung habe ich hier über Amazon aus Amerika gekauft. Hier, das ist dieses. Und das habe ich vor... Ich muss gucken. Ich schreibe es euch rein, wann ich die gekauft habe. Und es ist fast nichts raus. Also Wahnsinn. Lohnt sich total, finde ich, gleich so eine große zu kaufen. Gerade für dieses Transparente. Weil ich das echt oft benutze. Weil so kann man jeweils die Farbe, die man haben möchte, embossen. Und muss nicht in Embossing Puder in allen Farben haben. So. Ich bin übrigens immer erstaunt, wie laut mein Föhn, mein Embossing-Föhn im Video ist, weil in echt ist er gar nicht so extrem laut, wie er sich immer im Video anhört. Mal über die Tischkante drüber streifen und dann glänzt es jetzt sehr schön. Ja, finde ich toll. Also, dass ich hier nicht drauf habe, liegt nicht am Stempel. Ich mache das gleich nochmal mit euch zusammen, sondern daran, dass ich nicht gut abgedrückt habe. Dann möchte ich jetzt hier den Stempel noch drauf machen. Den stempel ich aber in Grau. Moment, also mit Cursorfein. Damit es... Ach, das steht genau vor mir. Und dann möchte ich euch noch was zeigen, was ich habe, was ich Neues habe. Aber erst muss ich den mal in die richtige Breite schneiden. Und da ist mein Schneider. Ja, Entschuldigung. Achso, und dann möchte ich euch zeigen, wie gesagt, was ich habe und bin gespannt, wie ihr das findet. Dieses Transparentpapier ist übrigens sehr, sehr dick. Habe ich natürlich auch wieder mal, wie ihr bestimmt euch denken könnt, bei Amazon gekauft. Das ist mal nicht zu groß, ne? Und es ist echt schön dick und man kann es embossen, was ich besonders schön finde. Muss ich aber ein bisschen kürzen noch. Und um euch das besser zeigen zu können, werde ich das jetzt mal
doch optimal zuschneiden. Und zwar habe ich hier 9,8, nicht 9,7. 9,8. So. Dann nehme ich mal meine Stempelhilfe runter. Den Stempel packe ich hier rüber. Den will ich gleich auch embossen. Schwarz und hier ist Grau. Ach so, für die von euch, die meine Videos tatsächlich immer gucken, ich habe ja gestern, ist hier mein Mikrofasertuch runtergefallen und ich finde es nicht wieder. Also das ist hier nicht so chaotisch, dass man hier nichts wiederfindet und bis auf meine Prickelnadel. Aber so ein Mikrofasertuch ist ja nun nicht so super klein und es ist nicht da. Also wohnen hier offensichtlich Gespenster oder kleine Feen, die mein Mikrofasertuch brauchten, weil ich finde es nicht mehr. Gut, ich habe ein paar andere noch, aber... Dann habe ich nämlich bei der lieben Michaela gesehen, dass sie so ein Gerät hier hat. Das ist wie so ein Heftklammerer, nur ohne Heftklammern. Was ich ja mal super finde. Und deswegen will ich euch das jetzt mal zeigen. Wie gesagt, ich habe das bei Michaela gesehen und fand es total toll. Musste mir das direkt auch kaufen. Wer kennt das von euch? Ja, ihr kennt das alle, ne? Muss ich nur jetzt aufpassen, dass ich es wirklich gerade habe. Und dann macht man das hier so rein. Dass man mittig ist. Und einmal drücken. Und dann hat man hier so eine ganz niedliche... Könnt ihr das sehen? Wie so kleine Mäusezähnchen. Und dann hat man auch nicht mehr das Problem, dass man vielleicht, wenn man keinen Vellumkleber hat, dass man den Kleber sieht. Also einfach reinhalten, drücken, loslassen und das Vellum ist fest. Ah, super, ist nicht fest. Also, warum auch immer das jetzt gerade nicht fest ist, ist mir ein Rätsel, weil ich habe es schon benutzt. So, und dann können wir das jetzt nämlich auf eine Grundkarte aufkleben. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr immer meine Videos verfolgen.
kriegt eine also mit Glocke, dann habt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. So, das ist schon wieder ab. Was ist denn das jetzt für ein Vorführeffekt? Ach, wahrscheinlich, weil hier das zwei Papiere sind. Ja, das ist ja mal ein toller Vorführeffekt. Prima gezeigt, Anja. Gut, jetzt benutze ich doch mein Vellumkleber. Moment, Entschuldigung. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Kleinen Moment, ich mach mal Pause. Und schon bin ich wieder da. Das ist der hier von Nuvo. Ein Stück hier. Und der trocknet transparent, so dass man das nicht sieht. Ich mache gleich mal mit euch noch was, dass ihr sehen könnt, dass dieses Teil normalerweise nicht aufgeht, wie es jetzt passiert ist. So, jetzt die andere Seite auch. Na, super, Anja. Also echt, da möchte ich euch was Neues zeigen. Und dann funktioniert es nicht. Das ist ja mal wieder ganz toll. Dann hätte ich es auch gleich mit dem Kleber machen können oder das auf die Rückseite packen. Also der, wie gesagt, der ist hinterher nicht sichtbar. Dann kleben wir die Karte mal auf. Und dann haben wir eine Karte, die wir eigentlich auch als Trauerkarte nutzen können oder einfach um jemand eine Umarmung zu schicken. Und ich drehe das immer um und mache das von der Rückseite, damit ich, falls ich Stempelfarbe an der Hand habe, mir nicht die Vorderseite ruiniere. So, jetzt ist die Karte Pech und Pannen fertig. Und ich bin gespannt, wie sie euch gefällt. Lasst mir mal einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Bis dann. Tschüss.